Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Die Bremer Stadtmusikanten. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Die Bremer Stadtmusikanten. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es ein kleines Fazit. Ja, wieder mal ein thematisches Spiel aus dem Hause Grana, beziehungsweise hoch, da habe ich euch schon in der Vergangenheit das eine oder andere Spiel, auch Märchenspiel, präsentiert. Bremer Stadtmusikanten vielleicht für den einen oder anderen auch geläufig. Falls man die Geschichte jetzt nicht kennt, kann man sie natürlich vorher dem Kind vorlesen. Ansonsten gibt es ein paar Informationen auch in der Anleitung. Das lest ihr einfach zu Beginn vor und dann weiß auch jedes Kind Bescheid. Und hier sind sogar noch ein paar weitere Tiere dabei. Das Spiel ist von den Autoren Pretz, Michon, Fornal, Michar, Goras, Goretzbiowski und Illustration Makevi Simanowitz. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen korrekt ausgesprochen. Es ist ein Kinderspiel. Ab 5 Jahre steht hier auf der Seite. 2 bis 4 Personen, 4 Kinder können mitspielen und Spielzeit so 15-20 Minuten. Dazu später noch mehr im Fazit. Was machen wir in diesem Spiel? Ja, Bremer Stadtmusikanten, die bilden wieder einen Stapel an Tieren. Beziehungsweise die Tiere stapeln sich aufeinander und müssen möglichst die Höhe erreichen, die die Räuber am Ende erreichen durch die Räuberleiter. Hier noch je nach Schwierigkeitsgrad das Haus mit Vorder-Rückseite dabei. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Räuber, die man integrieren kann. Und damit beginnt man. Alle Tiere liegen schon aus, wobei das sind ja eine Menge an Tieren. Ja, ich habe deswegen das aufgebaut, dass ihr alles seht, weil abhängig von der Spieleranzahl müsst ihr gewisse Tiere aussortieren. Da mischt ihr das, bildet so einen Kreis, geht recht zügig. Die Räuber, ja, nicht mehr anfassen, die bleiben so liegen, auch nicht mehr probieren von der Größe. Nein, die bleiben einfach so liegen. Das heißt, die Räuber liegen, je nachdem, in der Mitte und dann beginnt ihr. Ausgehend hier von diesem Marker nimmt man sich eines der ersten 4 Tiere. Boah, ich nehme jetzt hier zum Beispiel diesen Hund und den Marker stelle ich hier drauf. Und diesen Hund platziere ich vor mir ab. Zur besseren Ansicht lege ich dann einfach mal hier daneben. Die nächste Person ist dran, sucht auch wieder ein Tier aus. Der Marker geht weiter. Und nehme an, ich wäre jetzt wieder am Zug. Dann gehe ich mit dem Marker wieder weiter. Ich nehme zum Beispiel hier dieses Tier, die Katze. Den Marker setze ich hier drauf und das Tier platziere ich hier oben drauf. Je nach Tier wird auch eine sofortige Aktion ausgeführt. Zu denen komme ich später. So geht es weiter. Die nächste Person ist dran. Und immer muss ich überlegen, reicht die Höhe meines Stapels aus? Weil ich kann zu meinem Zug, wenn ich am Zug bin, nachdem ich auch ein Tier genommen habe, passen. Ich kann meinen Zug beenden. Ich muss jetzt auch kein weiteres Tier nehmen. Ich sage einfach, mein Stapel an Tiere reicht völlig aus. Ich hoffe, er reicht aus, weil haben alle gepasst? Ja, dann wird verglichen, weil dann darf man die Räuber anfassen. Man bildet eine Räuberleiter, platziert in die Tiere daneben und dann schaut man, ob das passt von dem Turm. Und der Turm sollte nicht zu niedrig sein. Ihr seht es hier an der Abbildung. Hier ist ein Beispiel, was die Höhe angeht. Also darauf muss man achten, wie man seine Tiere platziert, beziehungsweise ob das von der Höhe passt. Hier nochmal bildlich dargestellt, ja, der Tierturm ist niedriger als der Räuberturm. Das heißt, der Tierturm muss mindestens so hoch sein wie der Räuberturm, wie ihr es gerade von der Illustration gesehen habt. Es spielen ja mehrere Personen mit und sollten mehrere Tiertürme den gleichen Abstand, kann man schon sagen, zu diesem Räuberturm haben, gewinnt dann die Person, und jetzt sind die Tiere wichtig, und zwar gewinnt die Person oder der Mitspieler, dessen Turm aus mehr Tieren besteht, durchaus also kleinere Tiere. Und dann wird der Gewinner ermittelt, herrscht aber dann immer noch Gleichstand, auch was die Anzahl der Tiere angeht, dann teilt man einfach den Sieg untereinander auf. Noch bin ich aber nicht beim Fazit, weil wenn ich die Tiere platziere, es wird ja jedes weiteres Tier wird hier oben dran gesetzt, dann wird eine Aktion ausgeführt. Und das soll ja auch gewisses Reizvolles sein an diesem Spiel. Ansonsten wäre es ja nur das Stapeln und Einschätzen der Tiere. Und wie man hier in der Auslage erkennt, ja, gibt es einige Tiere. Hier beispielsweise den Esel. Ja, und befindet sich der Esel dann an der obersten Stelle, dann darf der Pass oder die Person nicht passen. Man muss sich also gut überlegen, ob man den Esel nimmt. Nimmt man sich das Schwein, platziert es oben dran, dann bekommt man sogar ein weiteres Plättchen, ein weiteres Tier. Zuerst legt man das Schwein an und dann nimmt man das Tier, das als nächstes in dieser Reihe dann anlegt. Das heißt, man platziert es dann oben drauf.
Aber viel schöner ist es doch mit dem Kaninchen. Mit dem Hasen platziert man den Hasen oder das Kaninchen, so heißt ja streng nach Regelwerk. Da nimmt man sich alle Kaninchen, ja, aber nicht von der Auslage, sondern von den Türmen, die die Mitspieler schon gebildet haben, mit den Hasen und platziert sie obendrauf. Mit dem Hahn muss man sogar ein Plättchen abgeben, quasi das unterste Plättchen von seinem Stapel gibt man den Mitspielern dann weiter. So bekommt man weitere Tiere, die einem vielleicht gut tun oder auch nicht gut tun, abhängig vom gewünschten Stapel und der damit verbundenen Höhe. Katze und Hunde. Ach, eine Liebe, die nicht endet. Na, hier endet sie frühzeitig, weil Katze und Hunde, die mögen sich einfach nicht. Das heißt, die dürfen nie zusammen in einem Turm sein. Und nimmt man sich ein Tier, muss man alle Tiere der anderen Art zurück in die Schachtel legen. Mit der Gans. Wo haben wir die Gans? Hier haben wir die Gans. Wenn ich die Gans platziere, dann habe ich einen besonderen Vorteil. Normalerweise geht es ja um die ersten vier Plättchen von dem Wegweiser, aber mit dieser Gans darf ich mir ein beliebiges Plättchen des Weges nehmen. Das Schaf. Streng genommen wird sie an den Wegweiser platziert, hat sonst keine größere Bedeutung. Ich habe sie einfach hier beliebig jetzt angelegt, um das als euch relativ zügig und schnell zu zeigen. Aber das Schaf hat keine Bewandtnis. Man stellt sie quasi links davon neben den Wegweiser. Ja, und die Maus, schade, wäre auch ganz schön gewesen, aber ja, die Maus hat keine besondere Fähigkeit. Sie ist recht klein, hat Vor- und Nachteile, was die Größe angeht, was das Passen angeht, was die Anzahl der Tiere angeht, aber ansonsten hat sie keine Fähigkeit. Und damit bin ich beim Fazit von Die Bremer Stadtmusikanten. Wieder ein weiteres thematisches Spiel aus dem Hause Graner bzw. Hoch. Ein Kinderspiel für die 4-, 5-, 6-Jährigen. Auch wenn er auf der Verpackung ab 5 Jahre draufsteht. Aber die Regeln sind nicht so schwer. 2 bis 4 Personen, unabhängig davon, funktioniert es prima und geht ja maximal 15, 20 Minuten. So was ich gesehen habe, was ich erlebt habe in den einzelnen Partien. Es ist schnell gespielt. Es geht um das Einschätzen. Es geht um das Platzieren der Plättchen. Es geht um das Einschätzen der Größe. Das wäre insgesamt aber zu wenig gewesen und genau deswegen haben die Tiere besondere Fähigkeiten, die man schnell verinnerlicht hat, wo der Glücksfaktor eine Rolle spielt, wo aber auch ein kleines gemeines Element nicht fehlen darf. Das gehört dazu. Muss ja nicht immer alles kooperativ sein. So das kleine oder andere interaktive Element ist hier dabei und das macht Spaß, das gefällt den Kindern und insgesamt ist es aus meiner Sicht ein gutes Spiel. Kein großes XXL-Spiel, Kinderspiel, sondern ein kleines, kompaktes Mitbringspiel für unterwegs oder als kleines Geschenk, gerade verbunden mit der schönen Geschichte der Bremer Stadtmusikanten, die in der Anleitung auch nochmal kurz Anklang findet. Das zu den wichtigen Infos. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Ihr dürft es gerne kommentieren, wenn ihr euch das holen wollt, je nachdem im Handel oder über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch, aber am Ende ist es wie immer eure Entscheidung. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.